Der Karl Anthony Towns Trade zu den Knicks ist durch und Mann, oh Mann, das wurde noch richtig kompliziert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber direkt als die News des Trades rauskommen sind, kam direkt die Mitteilung mit, dass das Ganze noch nicht offiziell sei, dass sich das Ganze als komplizierter herausstellt und mehr Teams und vor allem mehr Spieler involviert werden müssen. Tagelang arbeitete man bei den Knicks und Wolves auf Hochtouren, niemand durfte auf den Media Days der Teams irgendetwas dazu sagen, nun ist das Ding endlich in trockenen Tüchern. Karl Anthony Towns ist ein Knick, Julius Randle und Dante DiVincenzo spielen kommende Saison in Minnesota, aber dieser Trade ist weitaus komplizierter, beide Teams mussten weitaus kreativer werden. Ich habe diesen Trades bereits in zwei Videos Anfang der Woche runtergebrochen, zuerst aus spielerischer Sicht von New York, dann einen Tag später aus Sicht von Minnesota, da ging es aber vorrangig um die spielerischen Fits und im Falle der Wolves um die finanziellen Gründe dieses Moves. Aber ich muss noch ein Video mehr machen, denn die Art und Weise, wie die Knicks hier bei diesem Trade gezaubert haben, wie sie diesen Trade auf die Beine gestellt und realisiert haben, wie sie Cap- und Roster-mäßig unfassbar gute Arbeit leisteten, wie sie ein irres Schlupfloch im neuen Liga-CBA gefunden haben, das muss ich euch einfach erzählen. Und wenn dann noch Fieber und ein Euroleague-Team dabei helfen, dann wird's erst komplett verrückt. Ich muss zugeben, ich bin alles andere als ein NBA-Cap-Nerd oder Experte, da liegen meine Interessen ganz klar in anderen Bereichen, allen voran natürlich im Spielerischen, aber ich habe mich, seitdem der Trade endgültig durch ist, sehr reingelesen in die Thematik, um hier und heute dieses mal etwas andere Video auf diesem Kanal hier zu machen. Also schnallt euch an, es wird mathematisch, es wird tiefgründig, es wird kompliziert, aber vor allem wird es auch super kreativ, spannend und teilweise wirklich auch genial. Zuallererst mal ein großes Shoutout an Mr. Jalen Brunson, ohne den dieser Towns Trade nicht möglich gewesen wäre. Mitte Juli unterschrieb er seine Vertragsverlängerung in New York, verzichtete dabei auf ca. 100 Millionen Dollar und dieses Geld konnte man jetzt an anderer Stelle verwenden. Verhandlungen zwischen den Knicks und Wolves bezüglich Towns gingen wohl Ende Juni im Rahmen des NBA Drafts los. Ich kann mir so durchaus vorstellen, dass die Knicks Brunson diese Idee von einem Cat Trade zumindest mal gepitcht haben damals. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Knicks schon vor Monaten an Towns dran waren, denn sie brachten sich bereits vor Monat überhaupt erst in die Position, für den Big Man traden zu können irgendwann. Was uns zu Mikal Bridges bringt, den ersten großen Trade, den die Knicks im Sommer gemacht haben, und hätten sie diesen Trade anders strukturiert, und zwar so wie man das normalerweise strukturiert, dann wäre der Towns Trade zu 99,9% niemals möglich gewesen. Wir erinnern uns zurück, die Knicks holten Mikal Bridges, Kita Bates-Diop und einen zukünftigen Second Rounder und ein Draftrecht. Im Gegenzug gingen unzählige First Rounder, Pick-Swap, Second Rounder und drei Spieler der Knicks nach Brooklyn. Dadurch, dass New York über der Gehaltsgrenze war, aber noch nicht über einer der Aprons, wäre dieser Move relativ easy gewesen. Sie hätten mehr Gehälter aufnehmen können als sie abgaben, was allerdings dazu geführt hätte, dass sie hart gecapped an der First Apron gewesen wären, heißt nicht mehr drüber gehen hätten dürfen. Weil das Front Office der Knicks allerdings super weitsichtig und clever ist, wurden sie kreativ und fügten diesem Trade ein paar zusätzliche Gehälter zu, allen voran in Form von Sign and Trades, das müssen wir uns merken, das wird später noch einmal wichtig. Sie schickten den Nets also mehr Geld, als sie von diesem bekamen, wodurch man dem First Apron Hardcap aus dem Weg ging und stattdessen erst bei der Second Apron hardgecapped wird. Wichtig, bei einem First Apron Hardcap wäre dieser Towns Trade so nicht möglich gewesen, durch diesen genialen Bridges Trade plus dem günstigen Brunson Vertrag war das Ganze erst realisierbar. Karl Anthony Towns wird kommende Saison genau 49,2 Millionen US-Dollar verdienen, das laut CBA Maximum, was er verdienen kann. Und weil er schon das Maximum verdient, können wir seinen Trade-Bonus hier missachten. Auch hier war das Ziel der Knicks wieder, mehr Gehälter abzugeben als sie einnehmen, da sonst wieder das First Apron Hard Cap droht. 49,2 Millionen war also die magische Zahl, gar nicht mal so leicht diese zu erreichen bzw. zu überbieten. Julius Randle, Dante DiVincenzo und Kita Bates-Diop verdienen zusammen leicht über 43 Millionen, letzterer konnte involviert werden, weil die 60 Tage Warteperiode nach seinem Trade zu den Knicks verstrichen war, was erklärt, warum dieser Trade erst jetzt zustande kam. Fehlen also noch ca. 6 Millionen Dollar, um auf die 49 zu kommen und jetzt mussten die Knicks wirklich zaubern. Denn nicht nur müssten sie irgendwo diese 6 Millionen Dollar finden, das Problem war auch, dass sie vor dem Trade noch genau 7,6 Millionen Dollar unter der Second Apron waren, das war also ihre Grenze, mehr Cap Space gab es unter keinen Umständen, also ein sehr schmaler Grat. Und es wurde noch komplizierter, denn die Minnesota Timberwolves waren schon deutlich über der Second Apron, hatten also noch viel weniger Flexibilität.
Der erste Teil der Gleichung war schnell gelöst. Die Knicks kamen auf die restlichen 6 Millionen, indem sie ihre drei restlichen Free Agents alle mit Sign and Trades ausstatteten, also Charlie Brown Jr., Daquan Jeffries und Dwayne Washington Jr. Damit kamen sie dann zwar auf die über 6 Millionen Dollar, aber das löste die Probleme der Wolves noch nicht. Zum einen hätten sie dann 16 Spieler gehabt, was aber in der Offseason zwischenzeitlich vollkommen in Ordnung ist. Wichtig ist nur, dass es dann zum Saisonstart wieder 15 sind. Das größere Problem für Minnesota ist aber die Second Apron und dass sie deswegen nicht mehr Geld einnehmen, als sie ausgeben dürfen. Es braucht also ein drittes Team und dieses waren die Charlotte Hornets, ein Team weit unter der Luxussteuergrenze. Die Hornets hatten ihre volle Room Extension noch zur Verfügung, diese kann unter dem neuen CBA auch als Trade Exception genutzt werden. Dadurch haben die Hornets nicht nur das Geld für die drei Spieler, die sie per Sign and Trade aus New York bekommen, sie können auch noch drei Second Rounder dazu bekommen, um sich die Sache versüßen zu lassen. Die Knicks mussten aber extrem kreativ werden, um diese drei Spieler via Sign and Trade nach Charlotte schicken zu können, denn du kannst nicht einfach Minimumverträge anhäufen und dann zusammen wegschicken. Es darf maximal einer sein, aber das war lange nicht die einzige Restriktion für New York. Man darf keine Minimum Exceptions für Sign and Trades nutzen und sie mussten sich an die sogenannte Base Year Compensation Rule halten, die extra dafür eingeführt wurde, dass Teams nicht einfach Free Agents sein, um sie dann weiterzuschicken, um Salaries zu matchen. Umgeht man diese Regel nicht, dann zählt das Outgoing Salary nur zu 50%, sie müssten also über 12 Millionen abgeben, was gar nicht in Frage kam. New York musste diese Regel also umgehen und das tat man, indem man diese drei Spieler mit Non-Bird-Rechten signte, somit umging man diese Regel und sie signten sie zu drei Jahresverträgen, bei denen aber nur Jahr 1 garantiert war, mit einem Dollar mehr als dem Minimum. Damit sind das nämlich offiziell gar keine Minimum-Deals und New York kann mehrere davon zusammen nach Charlotte checken. Plus, man holte sich vorher das Einverständnis der NBA, dass dieses Schlupfloch wirklich legit ist, nicht dass es im Nachhinein von oben rückgängig und unwirksam gemacht wird. Einige von euch werden jetzt aber vielleicht sagen, warte mal, Dwayne Washington Jr. spielt ja nicht mittlerweile in Serbien? Ganz genau, wie kann er denn dann involviert sein und von den Knicks zu den Hornets getradet werden? Jetzt wird's nämlich richtig cool, nach einigen Situationen, bei denen Teams zurückgetretene Spieler nur deshalb unter Vertrag nahmen, um sie aus Salary-Matching-Gründen weiter zu traden, wurde das CBA geändert und zwar muss ein Spieler die abgelaufene Saison beim gleichen Team beendet haben. Washington beendete letzte Saison in New York und obwohl er jetzt in Serbien spielt, ist er immer noch ein unrestricted NBA Free Agent, durfte von den Knicks jetzt also gesigned werden. Dafür brauchten diese aber natürlich das Einverständnis von Partizan in Serbien, deren Saison aber bereits angefangen hat und für die Washington Junior ein Starter und super wichtiger Spieler ist. Es ist unklar, wie viel Geld da jetzt hin und her floss, ich nehme aber an einiges, denn Washington Junior steigt jetzt aus seinem Vertrag aus in Serbien, signed bei den Knicks, wurde nach Charlotte getradet, wo er jetzt so schnell es geht wieder released wird, sich dann das Okay von der FIBA abholt, um wieder in Serbien unterschreiben zu können. Aber selbst wenn dieser Prozess super schnell geht, dann wird er das ein oder andere wichtige Euroleague-Spiel auf jeden Fall verpassen. Er bekommt dafür aber über 2 Millionen Dollar an NBA-Salary, für Partizan wird sich das auch richtig gelohnt haben und für die Knicks ja sowieso. Heißt also, die Knicks schicken insgesamt über 6,8 Millionen Dollar an Gehälter nach Charlotte, indem sie Spieler dorthin traden, die alle strategisch ihre letzte Saison in New York beendet haben und jetzt zu Verträgen von einem Dollar mehr als das Minimum gesigned wurden. Sie sind damit 792.000 Dollar unter der Second Apron, was auch kein Zufall ist, denn ihr diesjähriger First-Round-Pick Pacome Dadier unterschrieb seinen Rookie-Deal für nur 80% von dem, was es hätte sein können, was den Knicks glatte 904.000 Dollar sparte. Er ist damit übrigens der einzige Rookie in diesem Jahrgang, der das gemacht hat und hätte er es nicht gemacht, wenn die Knicks jetzt 3 Monate später ein Second Apron-Team. Ist es nicht einfach der absolute Wahnsinn, Leute? Wir reden hier wirklich über einen der kompliziertesten Trades, den ich je gesehen habe. Mit vorhergegangenen, kalkulierten anderen Moves Monate vorher, mit drei Teams, mit Schlupflöchern, mit der FIBA und einem Euroleague-Team involviert, zwischen den Knicks und Wolves, die beide kaum Flexibilität und Handlungsspielraum hatten. Und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, was nur zeigt, wie genial Brooke Eller und seine Kollegen im Front Office der Knicks sind. Und nicht nur das, sie haben sich in eine wundervolle Situation in den kommenden Jahren gebracht. Keine Second Apron für sie in der Saison 2024-25, wie gesagt, da sind sie knapp drunter und so wie es aktuell aussieht, auch nicht in der Saison 2025-26. Stand heute werden sie dort nämlich 194,4 Millionen Dollar in den Büchern haben mit 9 Spielern unter Vertrag.
Die Second-Apron-Grenze wird um 10% steigen, gemessen an den 188,9 Millionen Dollar dieses Jahr. Das sind dann übernächste Saison 207,8 Millionen Dollar. Heißt, die Knicks sind ca. 13,4 Millionen unter dieser Grenze und brauchen noch 5 bis 6 Spieler im Kader. Das ist sehr, sehr machbar. In meinem Suns-Video habe ich die Folgen der Second Apron schon einmal runtergebrochen. Bei dreimal innerhalb von 5 Jahren über dieser Grenze wird dein Draft-Pick in 7 Jahren ins Ende der Lottery gesetzt und kann sogar eingefroren werden. Und das sind natürlich sehr massive Einschränkungen. Und es sind bei weitem nicht die einzigen Einschränkungen, nur eine davon. Heißt, Teams werden A, so spät wie möglich erst über diese Grenze gehen wollen, wie zum Beispiel Boston oder jetzt auch New York, und B, nachdem sie zweimal darüber waren, werden sie alles daran setzen, um wieder drunter zu kommen, denn zweimal ist okay, ab dem dritten Mal gibt's dann die Einschränkung. Indem die Knicks erst in der Saison 2026-27 über diese Grenze kommen, hätten sie das um 2 Jahre rausgezögert und nach der 2027-28er Saison, was die zweite in Folge als Second Apron Team wäre, läuft der Cat Deal aus und man wird mit ziemlicher Sicherheit wieder unter diese Grenze rutschen, zumal man da noch eine Teamoption für Josh Hart hat. Heißt, jetzt ist der Sommer 2024, im Sommer 2028 wird man den Kader dann wahrscheinlich erst wieder verändern müssen, bedeutet man hat jetzt 4 Saisons mit diesem Kern, also mit Brunson, mit Cat, mit Ananobi, Bridges und Hart. Hat man 4 Flexibilität in den nächsten 4 Jahren? Überhaupt nicht. Ist das ein Championship-Level-Team? Keine Ahnung, das wird sich zeigen. Aber man hat sich wirklich in die Position gebracht, einen Kern von Topspielern alle in ihrer Prime aufs Parkett zu bringen, die jetzt 4 Jahre in Folge auf Titeljagd zusammen gehen können. Vielleicht wird es reichen, vielleicht auch nicht, aber was die Knicks hier gemacht haben, ist absolut sensationell. Überlegt mal, wo sie 2019 waren, als weder Zion, noch KD, noch Kyrie kamen und jetzt 5 Jahre später, wie es da aussieht. Viele, viele kleinere Moves, dann 3 große in diesem Kalenderjahr, ein Masterclass-Trade jetzt letzte Woche, überragende Cap-Aussichten in den nächsten 4 Jahren. Absolut spektakulär und jetzt warten wir mal ab, wie das Ganze dann spielerisch aussieht. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, dieses Team in nicht einmal 2 Monaten live spielen zu sehen im Madison Square Garden. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da. Danke fürs Anschauen, bis morgen und macht's gut.